Wie geht's weiter im Krieg gegen die Ukraine? Dazu spricht jetzt Präsident Wladimir Putin in seiner mit großer Spannung erwarteten Rede zur Lage der Nation. Wir schalten live nach Moskau. Wichtigen Zeit, das wissen ja alle, in einer Zeit von wirklich ganz krassen Veränderungen in der ganzen Welt, in der Zeit der sehr wichtigen historischen Ereignisse, die die Zukunft unseres Landes und unserer Nation bestimmen, wo auf jedem von uns eine sehr große Verantwortung lastet, vor einem Jahr, um die Menschen auf unseren historischen Gebieten zu schützen, um die Sicherheit unseres Landes zu gewährleisten, um die Bedrohung zu beseitigen von einem Neonazi-Regime der Ukraine, uns gedroht hat. Nach dem Putsch 2014 hat man die Entscheidung getroffen, die Spezialoperation durchzuführen. Schritt für Schritt, präzise und konsequent werden wir die vor uns stehenden Aufgaben lösen. Ab 2014 Donbass kämpft und für sein Recht auf dem eigenen Land zu leben und eigene Sprache zu sprechen kämpfte und nicht aufgegeben hat unter den Bedingungen der Blockade und der Beschießungen. Trotz des Hasses seitens des Kiewer Regimes wartete und hoffte, dass Russland kommt und hilft. Aber in der Zwischenzeit, und das wissen Sie, haben wir alles Mögliche getan, wirklich alles Mögliche getan, um dieses Problem friedlich zu lösen. Geduldig haben wir die Verhandlungen geführt über den friedlichen Ausgang aus diesem Konflikt. Aber hinter unserem Rücken hat man ein ganz anderes Szenario vorbereitet. Die Versprechungen der westlichen Regierungen, deren Zusicherungen für den Frieden in Donbass haben sich gezeigt als eine Lüge. Sie haben nur die Zeit in die Länge gezogen, um einfach die Augen zu verschließen, trotz der politischen Erschließungen, der Repression des Kiewer Regimes gegen die unliebsamen Menschen, gegen die Verachtungen von religiösen Menschen. Die haben die Nazis dazu aufgefordert, dort so zu handeln. In den westlichen Akademien und militärischen Schulen hat man die Menschen vorbereitet, man hat Waffen geliefert. Und ich möchte besonders betonen, dass schon vor dem Beginn der Spezialoperation hat der Westen mit der Ukraine die Verhandlungen geführt, Kampfflugzeuge zu liefern und andere schwere Waffen. Wir erinnern uns alle über die Anstrengungen des Kiewer Regimes, die Atomwaffen zu bekommen. Darüber hat man öffentlich gesprochen. Die USA und die NATO haben beschleunigt an den Grenzen unseres Landes ihre Militärbasen aufgebaut, heimliche Biolabors. Sie haben wirklich erschlossen, wie sie spätere Kriegshandlungen führen. Sie haben das Kiewer Regime darauf vorbereitet, die versklavte Ukraine, in der versklavten Ukraine einen Krieg zu führen. Und das geben sie heute zu. Die geben das wirklich öffentlich zu. Die schämen sich nicht. Die sind, als ob sie stolz wären wegen ihrer Hinterhältigkeit, diese ganzen Formate, die sie führen. Das sind diplomatische Theater. In der ganzen Zeit, wo das Blut in Donbass vergossen wurde, wo Russland ganz vom tiefsten Herzen den Frieden wollte, sie haben mit den Menschenleben gespielt, wie man sagt, man hat mit gefakten Karten gespielt. Und diese hinterhältige Methode der Lüge, die gab es auch schon früher. Genauso mit ihrer Dopamoral haben sich benommen, als sie Irak, Libyen, Jugoslawien zerstört haben. Von dieser Schande werden sie nie abwaschen können. Solche Begriffe wie Ehre, wie Vertrauen, wie Fairness, das ist nichts für sie. In den ganzen Jahrhunderten des Kolonialismus sind sie es gewohnt, dass sie alles dürfen. Die haben auf die ganze Welt gespuckt. Das hat sich gezeigt, dass genauso verachtend wie Heeren behandeln sie auch eigene Völker in eigenen Ländern. Die belügen sie auch zynisch mit
den Märchen, mit den Lügen über der Suche nach dem Frieden und dass sie sich an die Resolutionen halten der UNO. Das ist jetzt das Symbol der totalen Lüge geworden. Und wir stehen nicht nur, bestehen nicht nur auf unsere Interessen, sondern unsere Position darüber, dass in der modernen Welt braucht man keine Aufteilung in sogenannte zivilisierte Länder und andere Länder. Man braucht ehrliche Partnerschaft, wo es keine Exklusivität gibt und besonders aggressive Exklusivität gibt. Wir sind offen, wirklich bereit mit einem konstruktiven Dialog mit dem Westen. Wir haben darüber gesprochen, wir haben darauf bestanden, dass Europa und die ganze Welt brauchen ein gleiches System für die ganze Welt der Sicherheit. Wir haben viele Jahre unseren Partnern angeboten, diese Idee zusammen zu diskutieren und diese Idee zu verwirklichen. Aber als Antwort haben wir entweder undeutliche Antwort oder eine verlogene Antwort bekommen. Das ist, was die Worte angeht. Aber es gab auch konkrete Aktionen, das ist die Erweiterung der NATO an unsere Grenzen. Das ist die Schaffung von neuen Gebieten in Europa und in Asien gegen den Raketenschutz und so. Das sind die Aufbau der Militärkontingente nicht nur an den russischen Grenzen. Und das möchte ich betonen, das wissen doch alle. Kein Land der Welt hat so viele militärische Basen wie die USA. Es gibt Hunderte von Militärbasen, Hunderte weltweit. Der ganze Planet ist damit voll. Man muss nur auf die Karte schauen. Die ganze Welt war der Zeuge davon, wie sie aus den fundamentalen Verträgen über die Entwaffnung ausgestiegen sind, einseitig. Die haben viele Vereinbarungen einfach verletzt, Friedensvereinbarungen. Sie hatten einen Grund, wahrscheinlich dies zu tun. Die machen das doch nicht einfach so, was weiß man. Und im Dezember 2021 letztendlich haben wir offiziell an die USA und die NATO die Vertragsentwürfe geschickt über die Sicherheitsgarantie. Aber in allen Schlüsselfragen, in allen wichtigen Fragen für uns haben wir als Antwort eine Absage erhalten. Und dann schließlich haben wir verstanden, dass wir jetzt wissen, welche aggressive Pläne sie haben und sie werden nicht aufhalten. Die Bedrohung war da und die Informationen, die wir erhalten haben, hatten wir keine Zweifel mehr, dass die wirklich wieder eine Vernichtungsaktion in Donbass vorbereiten, wo schon 2014 die Ukraine verschiedene Kampfflugzeuge und Panzer geschickt hat. Wir kennen die Bilder schon aus Donetsk. Es gab Luftangriffe. 2015 gab es wieder Versuche, direkt Donbass anzugreifen. Und dabei haben sie die Blockade aufrechterhalten und weiter geschossen. Und das widersprach komplett dem Beschluss des Sicherheitsrates der UNO. Aber alle haben so getan, als ob nichts passieren würde. Und das möchte ich wiederholen. Sie haben diesen Krieg angefangen. Und wir haben nur unsere Kraft benutzt, um diesen Krieg zu stoppen. Diejenigen, die einen neuen Angriff auf Donetsk und Donbass geplant haben, auf Lugansk, sie haben ganz genau verstanden, dass das nächste Ziel, das ist Krim und Sevastopol. Und das wussten wir und wir haben es auch verstanden. Und jetzt spricht man schon in Kiew ganz offen darüber. Die haben sich quasi gezeigt. Die haben nur gezeigt, dass wir schon sowieso wussten. Wir verteidigen das Leben der Menschen, unser Haus. Und der Westen möchte nur Macht. Die haben schon mehrere Milliarden Dollar dafür ausgegeben, um diese Macht zu erhalten, nach den Angaben der Organisation, der Zusammenarbeit, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Um die größten 7 Länder der Welt haben in 2021 für die ärmsten Länder der Welt ca. 60 Milliarden Dollar ausgegeben. Für den Krieg haben sie 150 Milliarden ausgegeben, weil für die ärmsten Länder der Welt, um die sie sich so sorgen, sind nur 60 Milliarden.
Und es gibt noch Anforderungen natürlich, dass diese Länder denen gehörig werden, wenn sie das Geld von denen erhalten. Also sie kümmern sich angeblich über die Nachhaltigkeit, über die Umwelt, aber wo ist das alles? Wo ist das verschwunden? Und es wird nicht weniger Geld, was für den Krieg ausgegeben wird. Es gibt auch Geld für Putsches oder andere Aufstände in den ganzen Ländern der Welt. Erst vor kurzem auf der Sicherheitskonferenz in München hat man nur die Beschuldigungen gegenüber Russland gehört. Man hat den Eindruck, dass man das nur deswegen getan hat, damit alle vergessen, was sogenannte Westen in den letzten Jahrzehnten getan hat. Sie haben diesen Gin aus der Flasche rausgelassen. Die ganzen Regionen stecken im Chaos. Nach den Bewertungen der amerikanischen Experten selbst als das Ergebnis der Kriege, das sind nicht unsere Zahlen, das sind amerikanische Zahlen, als Ergebnis der Kriege der USA nach 2001 sind fast 900.000 Menschen gestorben. Mehr als 38 Millionen sind Flüchtlinge geworden. Das möchten sie einfach aus dem Gedächtnis der Menschheit auslöschen. Sie tun so, als ob nichts gewesen wäre. Aber das hat keiner vergessen in der Welt. Und das wird auch keiner vergessen. Also die ganzen Opfer, die ganzen Tragödien, die sind denen nichts wert. Weil auf dem Spiel sind Milliarden und Trillionen. Weil sie wollen natürlich totalitäre Werte aufdrängen, indem sie sich mit den Wörtern der Freiheit bedecken. Sie beleidigen natürlich viele Staatsmänner. Sie wollen die Menschen natürlich davon ablenken, dass es auch Korruptionsskandale gibt in deren Ländern. Das sehen wir auch. Sie wollen natürlich die von den internen sozialen, wirtschaftlichen Problemen ablenken. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hat der Westen wirklich für die Nazis den Weg in Deutschland geebnet. Und jetzt machen sie das aus der Ukraine. Sie machen so ein Anti-Russland daraus. Das ist kein neues Projekt. Die Menschen, die etwas sich in der Geschichte auskennen, die wissen ganz genau, das Projekt hat seine Wurzeln schon im 19. Jahrhundert. Das kommt noch vom Österreich-Ungarn oder Polen oder von anderen Ländern, nur mit einem einzigen Ziel. Die historischen Gebiete, die man heute Ukraine nennt, von unserem Land wegnehmen. Das war das Ziel. Nichts Neues gibt es. Nichts Neues. Alles wiederholt sich nur. Der Westen hat das Projekt heute beschleunigt, indem man den Putsch 2014 unterstützt hat. Dieser Putsch, dieser blutige Putsch, Antiverfassungsputsch, der war da, als ob nichts passiert wäre, als ob es so normal wäre. Man hat sogar gesagt, was man dafür ausgegeben hat an Geld. Die ideologische Grundlage war die Russlandphobie, Nationalismus. Eine der Militärbrigaden vor kurzem hat heißt Edelweiß. Und ich schäme mich dafür, wie eine Hitler-Division, die sich an den Judenmorden beteiligt hat und an Schießen gegen Partisanen in Italien, Jugoslawien und Griechenland. Und besonders populär. Also zum Beispiel solche Beispiele wie Totenkopf oder Chevrons und so weiter, also andere Symbole. Es gibt natürlich Wehrmachtszeichen auf den ukrainischen Militärgeräten. Die Nazis verheimlichen nicht, als wessen Erben sie sich fühlen. Das ist wirklich überraschend, dass im Westen keiner, der an der Macht ist, dies merkt. Warum? Weil sie, und verzeihen Sie meine Worte, sie darauf spucken. Es ist denen absolut egal, wen sie einsetzen im Kampf gegen uns, im Kampf gegen Russland. Das Wichtigste ist doch, dass man gegen uns Krieg führt, gegen unser Land. Und das bedeutet, dass man alle nutzen kann. Und wir haben gesehen, dass es ja auch so passiert ist. Terroristen, Neonazisten, also selbst den Teufel kann man nutzen, nur dass sie ihren Willen ausführen, als Waffe gegen Russland eingesetzt werden.
werden. Das Projekt gegen Russland ist eine revanchistische Politik gegenüber unserem Land. Es sind Herde der Instabilität und Konflikte an unseren Grenzen. Und damals, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts und auch heute, ist der Gedanke der gleiche, die Aggression gegen den Osten zu entfachen, einen Krieg anzuzetteln, mit fremden Händen und Konkurrenten zu beseitigen. Wir führen keinen Krieg mit dem Volk der Ukraine, das sagte ich schon mehrmals. Das Volk der Ukraine wurde zur Geisel des Kiewer Regimes und seiner westlichen Herren, die im Grunde dieses Land besetzt haben, im politischen, militärischen, wirtschaftlichen Sinn des Wortes. Über Jahrzehnte haben sie die ukrainische Industrie zerstört, haben die natürlichen Ressourcen geraubt und das Ergebnis war soziale Degradierung, Armut und weitere Probleme. Und natürlich ist es hier dann leicht, Material zu schöpfen für Kriegshandlungen. Und von den Menschen hat niemand, an die Menschen hat niemand gedacht. Sie wurden geopfert und letztendlich wurden sie zu Kanonenfutter. Das ist doch sehr schade. Es ist furchtbar, darüber zu sprechen, aber es ist Tatsache. Die Verantwortung für die Entfachung des ukrainischen Konfliktes, für so viele Opferzahlen, liegt vollkommen bei den westlichen Regierungen und natürlich auch beim Kiewer Regime heute. Das ukrainische Volk ist im Grunde für sie ein fremdes Volk. Das ukrainische Regime bedient nicht die nationalen Interessen, sondern Interessen der Drittländer. Der Westen nutzt die Ukraine als einen Waffenplatz. Ich möchte jetzt nicht über die Versuche des Westens sprechen, das Kriegsgeschehen zu beeinflussen. Sie liefern ja viele Kriegsgüter, das wissen wir alle. Aber eine Tatsache muss ganz klar sein. Je weitreichender die Waffensysteme geliefert werden in die Ukraine, desto mehr werden wir gezwungen sein, diese Bedrohung von unseren Grenzen fernzuhalten. Das ist doch absolut offensichtlich. Die Eliten des Westens verhehlen ihre Ziele nicht. Sie möchten, wie Sie sagen, das ist ja direktes Zitat, ein Russland strategisch zu besiegen. Was heißt das? Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass wir ein für alle Mal ausgemerzt werden sollen. Das heißt, sie möchten diesen lokalen Konflikt in einen globalen verwandeln, eine globale Opposition. Genau so sehen wir das und verstehen das. Und entsprechenderweise werden wir auch darauf reagieren. Denn in diesem Fall ist die Rede schon über die Existenz unseres Landes. Aber Sie müssen doch auch verstehen, dass man Russland auf dem Kampffeld nicht besiegen kann. Deswegen führen Sie gegen uns eine aggressive Angriffe. Und natürlich zielen Sie auf die junge Generation ab. Denn hier, wieder einmal, lügen Sie. Sie verkehren die historischen Tatsachen. Sie greifen unsere Kultur an, die russische orthodoxe Kirche und auch andere traditionell und religiösen Organisationen unseres Landes. Schauen Sie sich doch einmal an, was Sie mit Ihren eigenen Völkern tun. Sie zerstören die Familie, die kulturelle Identität. Sie quälen doch die Kinder bis hin zu Pädophilie. Und das wird zur Norm Ihres Lebens erklärt. Und die Geistlichen, sie werden gezwungen, gleichgeschlechtliche Ehen gut zu heißen. Ja, die können doch machen, was sie wollen. Und da möchte man ja sagen, erwachsene Menschen haben doch das Recht zu leben, wie sie wollen. Das haben wir in Russland ja auch immer so gesehen und gehandhabt. Und niemand möchte sich in das private Leben einmischen. Das haben wir auch überhaupt nicht vor. Aber man möchte Ihnen sagen, schauen Sie sich doch einmal die Heilige Schrift an, auch bei anderen Religionen. Dort ist doch alles schon geschrieben. Unter anderem, dass eine Familie eine Union zwischen Mann und Frau ist. Aber auch das. Aber selbst diese heiligen Texte und Schriften werden heute in Zweifel gezogen. Aber wie wir erfahren haben, plant die englische Kirche, plant erst einmal die Idee eines genderneutralen Gottes zu untersuchen. Was soll man dazu sagen? Gott, vergib uns. Sie wissen nicht, was sie tun.
Millionen von Menschen im Westen verstehen, dass sie in eine geistige Katastrophe geführt werden. Die Eliten sind verrückt geworden, die sind wahnsinnig. Und ich glaube, das ist nicht mehr heilbar. Das ist ihr Problem, wie ich bereits sagte. Und wir müssen unsere Kinder schützen und wir werden das tun. Wir werden unsere Kinder schützen vor der Degradierung und vor dieser Feindseligkeit. Es ist ganz offensichtlich, dass der Westen versuchen wird, unsere Gesellschaft zu spalten und zu zerrütten. Sie setzen auf nationale Verräter. Zu allen Zeiten ist das Gift das Gleiche, nämlich die Verachtung gegenüber dem eigenen Volk. Sie möchten verdienen am Verkauf dieses Giftes, der bereit ist, dafür zu zahlen. So war das schon immer. Wer hat Verrat begangen, der wird auch zum Terroristen, der wird zum Verbrecher gegen die Sicherheit unseres Gesellschaft, gegen die territoriale Integrität des Landes. Der wird strafrechtlich belangt werden. Aber wir werden niemals so sein wie das Kiewer Regime und die westlichen Eliten, die früher und jetzt immer noch Jagd betrieben haben auf Hexen. Wir werden nicht mit denen kämpfen, die die Heimat vergessen und verraten haben. Das soll eine Sache ihres Gewissens sein. Sie müssen damit leben und zurechtkommen. Das Wichtigste ist doch, dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger Russlands, sie auch moralisch richtig eingeschätzt haben. Ich bin stolz und ich denke, wir alle sind stolz, dass unser multinationales Volk, dass unser multinationales Volk, die Mehrheit der Bürger, eine grundlegende Position eingenommen haben zur militärischen Spezialoperation. Sie haben verstanden, was der Sinn hinter unseren Handlungen sind. Sie haben unsere Handlungen unterstützt im Schutze des Donbass. In dieser Unterstützung haben wir einen wahren Patriotismus kennengelernt. Gefühle, die historisch gesehen unserem Volk sehr eigen sind. Das erschüttert durch seine Würde und beeindruckt. Wir haben eine untrennbare Verbindung zwischen dem eigenen Schicksal und dem Schicksal der Heimat. Liebe Freunde, ich möchte allen danken, das gesamte Volk Russlands, für ihre Tapferkeit, für ihren Entschluss. Vielen Dank an unsere Helden, Soldaten, Offiziere der Armee und der Flotte, der russischen Garde, Mitarbeiter der Nachrichtendienste und aller Sicherheitsstrukturen. Danke an die Kämpfer in Lugansk, auf dem Donbass, an alle Freiwilligen, an die Patrioten, die in den Reihen kämpfen, in den Reserveeinheiten. Ich möchte mich entschuldigen. Bitte entschuldigen Sie, dass ich in meiner heutigen Rede nicht in der Lage sein werde, alle beim Namen zu nennen. Sie wissen doch, als ich diese Rede vorbereitet habe, habe ich eine ganz lange Liste geschrieben dieser heldenhaften Einheiten. Und dann habe ich das aus der heutigen Rede herausgenommen. Denn wie ich sagte, man kann sowieso nicht alle benennen. Und ich wollte nicht diejenigen beleidigen und kränken, die ich nicht genannt habe. Ich verbeuge mich vor den Eltern, den Ehefrauen. Verbeuge mich zutiefst vor den Eltern, Familien, Ehefrauen unserer Kämpfer, den Ärzten, Sanitätern, Krankenschwestern, die die Verwundeten retten, die Eisenbahnmitarbeitern, die Maschinenführer, die Fahrer, die die Front versorgen, die Bautechniker, die Straßen bauen, die Anlagen bauen, Ingenieure in der Rüstungsindustrie, in Fabriken, die im Moment fast in mehreren Schichten rund um die Uhr arbeiten, an all die Mitarbeiter, die zuverlässig die Lebensmittelsicherheit des Landes sicherstellen. Ich danke. Ich bedanke mich bei den Lehrern, die sich um die junge Generation Russlands kümmern. Ganz besonders die Lehrer, die in den schwierigsten Bedingungen arbeiten, in der Nähe der Grenzen. Schaffende der Kultur, die in Krankenhäusern sind, um die Soldaten und Offiziere zu unterstützen. Freiwillige Ehrenamtler, die der Zivilbevölkerung auch an der Front helfen. Journalisten, zuallererst natürlich auch Militärjournalisten und Korrespondenten, die an der Front Linie sind, um der Welt die Wahrheit zu erzählen. Auch Vertreter der russischen Religion und Geistlichen, ihre weisen Worte unterstützen und inspirieren die Menschen. Staatsbedienstete, Unternehmer, alle, die ihre professionelle und zivile menschliche Pflicht erfüllen.
Ganz besonders danken möchte ich den Bewohnern in Donetsk, in Saporischja, in Cherson. Sie selbst, liebe Freunde, haben ihr Schicksal und ihre Zukunft bestimmt bei den Referenden. Sie haben sich felsenfest entschieden, trotz des Terrors, des Nazismus. In der Nähe gab es Kampfhandlungen, aber es gab nichts, was stärker ist als ihren Entschluss, zusammen mit Russland, zusammen mit ihrer Heimat zu sein. Wir haben schon damit begonnen und werden auch weiterhin Ich möchte hervorheben, dass diese Reaktion des Saals an die Bewohner von Donetsk und Luhansk, Saporischja und Cherson, das gilt ihnen. Und ich verbeuge mich noch einmal zutiefst vor ihnen. Wir haben schon damit begonnen, dass wir umfassende Programme des sozioökonomischen Wiederaufbaus und der Entwicklung dieser neuen Subjekte der Föderation voranzutreiben. Die Rede ist davon, dass man hier die Unternehmen und Arbeitsplätze wiederherstellt, die Häfen am Asow Meer. Das ist jetzt wieder ein Binnenmeer für Russland. Wir möchten neue, moderne Straßen bauen, wie wir das schon auf der Krim gemacht haben. Jetzt hat die Krim eine zuverlässige, sichere Verbindung mit dem restlichen Russland. Mit gemeinsamen Anstrengungen werden wir diese ganzen Pläne in die Tat umsetzen. Wir unterstützen direkt die Siedlungen, die Städte der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, in Saporischja und Cherson. Wir machen das aufrichtig, wie wahre Brüder und Schwestern. Und jetzt sind wir wieder zusammen. Und das bedeutet, dass wir noch stärker sind. Wir werden alles tun, damit hier auf unserem Boden der langersehnte Frieden kommt, damit die Sicherheit der Menschen gewährleistet ist. Und dafür für unsere Vorfahren, für die Zukunft der Kinder, der Enkelkinder, für die Wiederherstellung der historischen Gerechtigkeit, für die Wiedervereinigung unseres Volkes, dafür kämpfen unsere Soldaten, unsere Helden. Liebe Freunde, ich möchte nun an unsere Kameraden gedenken, die ihr Leben gelassen haben für Russland. Kinder, Alte, alle Menschen, die gestorben sind von den Händen der Neonazisten. Vielen Dank. Wir alle wissen doch, ich weiß, wie unerträglich schwer es jetzt ist für die Töchter, Söhne, die Ehefrauen der gefallenen Soldaten, für ihre Eltern, die würdige Heimatschützer erzogen haben, wie die jungen Menschen, die in den Jahren des großen Vaterländischen Krieges gegen die Nazis gekämpft haben auf dem Donbass, über ihre Tapferkeit und ihre Willensstärke, Opferbereitschaft. Darüber wissen wir, wir erinnern uns. Unsere Pflicht ist es, die Familien zu unterstützen, die ihre Verwandten und geliebten Menschen verloren haben. Wir müssen ihnen helfen, ihre Kinder zu erziehen, ihnen eine gute Bildung und einen Beruf zu vermitteln. Die Familie eines jeden Teilnehmers der militärischen Spezialoperation muss in unserer Aufmerksamkeit sein. Wir müssen uns um sie kümmern und ehren. Wir müssen sofort auf ihre Bitten reagieren, ohne Verzug. Ich schlage vor, dass wir einen staatlichen Sonderfonds einrichten für die persönliche Hilfe für die Familien der Gefallenen und auch die Veteranen der Spezialoperation. Er wird die zur Verfügung stellen von medizinischer, psychologischer Hilfe koordinieren, auch zum Beispiel Kurorte zuteilen, helfen bei der Bildung, beim Sport, bei der Arbeitssuche, beim Unternehmertun, damit man einen neuen Beruf erlernt.
Eine sehr wichtige Aufgabe wäre auch die langfristige Pflege zu Hause. Hohe Technologien für alle, die es benötigen. Ich bitte die Regierung zusammen mit der Kommission für soziale Angelegenheiten und Sozialpolitik, die Regionen in kürzester Frist alle organisatorischen Fragen zu klären. Die Arbeit des staatlichen Fonds muss offen sein und die Ordnung der Hilfeleistung muss einfach sein, ohne Bürokratie. Hinter jeder Familie, ich unterstreiche es, bei jedem Veteran, bei jeder Familie, sie alle brauchen einen persönlichen Koordinator, einen persönlichen Ansprechpartner, die in persönlicher Zusammenarbeit wirklich in Echtzeit alle Probleme lösen werden. Schon dieses Jahr muss die Struktur des Fonds wirklich in allen Regionen tätig sein. Wir haben schon Unterstützung für die Veteranen des Zweiten Weltkriegs und von anderen Kriegen. Und ich glaube, dass auch dieser Staatsfonds auch diese Fragen übernehmen kann. Da müssen wir dran arbeiten. Da bitte ich die Regierung darum. Ich betone, die Schaffung so eines Fonds heißt nicht, dass andere Strukturen keine Verantwortung tragen. Ich erwarte von allen föderalen Einheiten, von allen Regionen und Städten, dass sie weiterhin viel Aufmerksamkeit Veteranen, Militärpersonal und deren Familien schenken. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mir bei den Oberhäupten der Subjekte der Föderation bedanken, dass sie sich immer mit Menschen treffen, dass sie auch an die Front fahren, um wirklich ihre Landsleute zu unterstützen. Was ich hier besonders betonen möchte, heute alle zusammen, natürlich müssen sowohl Freiwillige als auch Militärangehörige zusammenstehen. Es geht natürlich um Versicherungsauszahlung und um Lebensmittelversorgung für Verwundete, medizinische Hilfe. Aber wenn ich angesprochen werde oder Gouverneure angesprochen werden, und darüber wird mir auch berichtet, auch an andere Organe, das sagt uns, dass noch nicht alle Fragen gelöst werden. Man muss wirklich jeden einzelnen Fall abarbeiten. Und die Dienste in dem Bereich der Spezialoperation, das versteht jeder natürlich, die haben natürlich mit sehr vielen Belastungen zu tun, mit physischen Belastungen, mit Risiken für die Gesundheit und für das Leben. Deswegen glaube ich, das ist sehr wichtig für die mobilisierten Menschen, aber für alle Militär, für das ganze Militärpersonal, für alle Teilnehmer der Spezialoperation, auch für alle Freiwilligen, mindestens einen Urlaub festzulegen, mindestens für 14 Tage. Und dabei soll die Reisezeit nicht berechnet werden, damit jeder Kämpfer die Möglichkeit hätte, seine Familie zu besuchen, bei seinen Nächsten zu sein. Liebe Kollegen, wie Sie wissen, haben wir einen Ukas des Präsidenten, einen Plan für die Entwicklung der Armee für 2021 bis 2025. Wir arbeiten daran. Es gibt Veränderungen, die notwendig sind. Ich möchte betonen, dass als Grundlage unserer weiteren Schritte für die Bestärkung der Armee und der Flotte, für die laufende Entwicklung der Armee, brauchen wir eine reale Erfahrung, die wir jetzt während der Spezialoperation erfahren haben. Das ist sehr wichtig. Das ist wirklich sehr wertvoll, um ein Beispiel zu nennen. Zum Beispiel die Ausstattung Russlands mit den neuesten Atomsystemen liegt bei 91,3%. Aber mit der Erfahrung, die wir jetzt haben, müssen wir das genauso ein hohes Niveau in allen Bereichen der Armee haben.
Die Offiziere und die Kommandeure, die sich als gute Anführer gezeigt haben, und es gibt viele davon, die werden wirklich Karriere machen können, die können weiter studieren an militärischen Akademien und Schulen und die werden eine Reserve darstellen für die spätere Armee. Und sie müssen natürlich gefragt werden, auch im zivilen Leben, bei den Machtorganen auf allen Ebenen. Ich möchte wirklich Sie darauf aufmerksam machen. Das ist wirklich sehr wichtig. Die Menschen müssen verstehen, dass die Heimat wirklich ihren Beitrag schätzt. Wir müssen ganz aktiv die neuesten Technologien einführen, die die Qualität des Potenzials der Armee steigern werden. Solche Entwicklungen haben wir schon in jeder Richtung. Viele von denen in ihren Eigenschaften sind viel besser als die ausländischen Geräte. Und wir müssen das wirklich in Serie geben, damit wir eine Serienproduktion haben, und wir arbeiten daran, dass das Tempo wächst ständig. Und ich möchte betonen, bei uns, wirklich mit unseren eigenen wissenschaftlichen Entwicklungen durch die mittleren und kleinen Unternehmen, die mitmachen. Unsere Werke zurzeit, unsere Konstruktionsbüro, unsere Wissenschaftler haben wirklich gute Fachleute und sehr viele junge Leute, die talentiert sind, qualifiziert sind, die wirklich einen Durchbruch schaffen wollen. Die sind treu den Traditionen der russischen Rüstungsindustrie. Die wollen alles für den Sieg tun. Wir werden weiterhin die Garantien natürlich verstärken für diese Arbeit, für die Leute. Das betrifft die Löhne, die sozialen Leistungen. Zum Beispiel schlage ich vor, dass wir ein Sonderprogramm einführen, damit diese Leute mit Präferenzen einen Wohnungskredit bekommen. Und die Miete, die sie zahlen würden, die soll unter dem Marktniveau sein, weil ein Teil der Miete der Staat bezahlen würde. Natürlich haben wir schon diese Frage diskutiert, und jetzt ordne ich an, dass man alle Details für dieses Programm wirklich bearbeitet, und man soll solche Wohnungen jetzt in Auftrag geben. Natürlich zuerst in den Städten, die für die Rüstungsindustrie und für die wissenschaftliche Errungenschaften in diesem Bereich wichtig sind. Liebe Kollegen, wie ich schon gesagt habe, der Westen führt nicht nur Kriegsinformations-, aber auch Wirtschafts- Handlungen gegen uns, aber nirgendwo haben sie nichts erreicht und die werden auch nichts erreichen. Ja, soweit die Rede des russischen Präsidenten Putin, eine Rede zur Lage der Nation, in der er natürlich auch auf den Krieg in der Ukraine eingegangen ist, den er da wieder als Spezialoperation bezeichnet hat. Es waren die üblichen Interpretationen, seine eigenen Interpretationen. Da war von Aggression gegen den Osten die Rede, das ukrainische Volk als Geisel des Westens und Russland praktisch als Befreier.